Wie bei der klassischen podologischen Untersuchung von Peter Schleifer beginnt man mit dem Test der Fußbewegungen, der Gelenksfunktionen und der Muskeln. Der Kunde wird nach Beschwerden oder schmerzhaften Bewegungen befragt. Im Anschluss erfolgt nun zusätzlich der Laufbahntest. So, wir schauen uns jetzt bei der Laufbandanalyse ganz genau die Rotation der Beine an. Sehr, sehr wichtig. Vor allem nach längerer Belastung sieht man ganz genau, was der linke und der rechte Fuß zur Spitze macht, ob es hier Innen- oder Außenrotationen gibt. Und vor allem auch wichtig, der Auftrittswinkel, die Ferse, kippt sie jetzt nach innen oder nach außen, beschleunigt sie das Gangbild oder verzögert sie das Gangbild. Ja? Den Rest sieht man dann auf den elektronischen Messplatten. Bei Kindern schauen wir jetzt speziell auf ganz, ganz wichtige Dinge wie beim Dominik als Sportler. Wie bewegt sich der Fuß? Vor allem er leidet unter Knieschmerzen, vor allem bei mehr Sport, bei mehr Bewegung. Und man sieht eindeutig, der linke Fuß hat mehr Innenrotation als der rechte. Und das verändert natürlich die Biomechanik des Körpers und jeden Gelenkspalt hinauf. Und da können wir gut in der Podologie eingreifen und diese Innenrotation korrigieren. Bei der Lisa sieht man jetzt eindeutig, dass die Füße beide in Innenrotation gehen, also sie leidet unter Fußbrennern und das zeigt eindeutig, sie platscht auch mit dem Vorfuß auf, das heißt sie proniert, ja. Beide Füße pronieren, haben mehr Belastung im Vorfuß und es gibt dadurch eine Abrollsperre oder einen großen oder hohen Kraftaufwand, also den Fuß einfach richtig abzurollen. Also wir sehen jetzt hier zwischen den beiden Achillessehnen ansetzen, am Schuh zur Wade eindeutig beim Rechten einen größeren Winkel. Die Lisa hat auch rechts das Becken weiter vorne. Das heißt, die rechte Ferse kippt ein wenig mehr nach innen. Dadurch hat sie natürlich eine viel längere Abrollphase von der Ferse und das Becken schiebt nach vorne und erzeugt eine leichte Spannung hier im Iliosakralgelenk.